Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play F1 2018. Wir sind wieder dabei mit dem Qualifikationstraining heute vom großen Preis von Frankreich. Ja, ja, gucken wir mal. Ne? Geh mal rein. Los, auf. Geh, vor. Willkommen zum Qualifying des Großen Preises von Frankreich an diesem Wochenende. Die Teams machen gerade ihre letzten Einstellungen, ehe die Ampel auf grün wechselt und die Fahrer um die Pole Position kämpfen können. Wenn wir uns das Feld heute so ansehen, Stefan Römer, meinst du, irgendjemand wird es vielleicht mit der härteren Reifenmischung versuchen und die weichen Reifen mit mehr Grip für das morgige Rennen aufsparen? Das würde mich ehrlich gesagt überraschen. Nur die Teams an der Spitze hätten theoretisch das Tempo, um trotzdem vorne wegzufahren. Aber am Ende des Tages ist es trotzdem ein großes Risiko. Der Startplatz ist das absolut Wichtigste und es zahlt sich meistens nicht aus, ihn für eine geringfügig bessere Strategie im Rennen zu opfern. Ich denke also, dass niemand es versuchen wird. Ich habe mich allerdings schon das ein oder andere Mal geirrt. Von Zeit zu Zeit sieht man solche riskanten Entscheidungen sehr wohl und manchmal zahlt sich das Spekulieren auch aus. Wenn ich allerdings selbst im Auto säße, würde ich mir ohne Zweifel den besten Reifen für die Qualifying-Runde aufziehen, den ich hätte. Information time, we've lost oil pressure. Looks like a leak somewhere in the system. We're on standby for the time being until we can patch it up. Was natürlich für uns jetzt wieder Katastrophe ist. Das Schmiersystem hat sich verabschiedet. Na, so eine Kacke. Das nimmt uns natürlich wieder Zeit ohne Ende weg. Ich glaube, da fährt neben uns ein Auto raus. Ericsson ist schon auf der Strecke. Ich glaube, das ist das einzige Auto mittlerweile. Ja, nehmen uns auf jeden Fall Ericsson, wie gesagt, auf die Strecke. Das müssen wir jetzt also ein bisschen aussetzen. 2 Minuten haben wir noch. Verstoppen will auch nochmal ein bisschen. Ja, jetzt müssen wir natürlich viel am Anfang fahren. Diese 2 Minuten, die kosten uns wertvolle Trainingszeit. Müssen wir jetzt also ein bisschen warten. Ah, wir müssen warten. Wir haben jetzt ein paar Sekunden. Jetzt dürfen wir auch auf die Strecke. Komm, weg, da, mit der Zeit. Wir brauchen Fahr. Wir müssen fahren. Fahren. Gerade wenn es wirklich nochmal anfängt mit dem Regen, mit der Regen kommt. Der kommt jetzt schon. Na, das ist, sag ich, die 2 Minuten, die tun uns weh. Die haben nämlich nur, haben eine gute Runde gekostet. Damit war es das auch mit dem Traum von der Pole. Wenn ich schon andere Zeit, Leute, Zeit noch den weichen Reifen haben, wir schon keinen Stich mehr mit den Reifen. Hamilton 33, ja, keine Chance. Wir kriegen mit den Weichenreifen, mit dem Wetter keine Zeit mehr hin.
Wir sollen nicht. Ja, ich komme. Es wird keines. Ja, es wird wahrscheinlich irgendwo das Ende. Das heißt, wir müssen das Feld von hinten aufräumen, das werde ich morgen. Guck mal, was die Zeiten jetzt noch bringen. Also Hamilton mit 33er Zeit, das ist natürlich schon eine Hausnummer. Die haben wir nicht auf die Reihe bekommen. Aber Hamilton ist dafür bekannt, dass er da ist, wenn er es kann. Und wenn er muss. Eine Sekunde dahinter schon. Das im ersten Sektor. Gucken wir mal an. Das wird wahrscheinlich Katastrophen neue Ergebnisse werden. Dann auch nur auf 12. Ich hoffe, das ist doch gut gedient. Das haben wir jetzt 2,2 der Rückstand. Ja, ja. Sag ja. Dass das System da kaputt war und diese 2 Minuten, die haben uns richtig die Zeit gekostet. Da haben wir keine Chance mehr ranzukommen. Wird nachher nochmal trocken, das wäre das Wichtigste. Dann können wir vielleicht nochmal setzen. Ich meine, Monaco haben wir ja gesehen, es könnte noch mal werden. Platz 12 vor Sebastian Vettel. Zwischen Leclerc und Vettel. Ja, den habe ich jetzt mit Absicht rutschen lassen. Ja, dann war es das auch. Dann war es das auch. 17. Sache, die Zeiten, die am Anfang gefahren sind, da müssen wir. Da kommen wir nicht mehr ran. Wir hängen vor Grosjean, Vettel und Stroll. Auf 17 fest. Warte, wenn ich jetzt in den nächsten 5 Minuten anfange, stark zu regnen, dann haben wir schon keine Chance mehr. Das kriegen wir nicht hin. Das ist mal eine Ansage. Ja, aber sag ja, da kam alles auf einmal dazwischen. Wie lange haben wir denn noch? 6 Minuten 30. Also es ist nicht mehr so viel.
Das könnte ich jetzt, ja, das bringt ja nichts. 5 Minuten, es wird wahrscheinlich jetzt in 2, 3 Minuten richtig stark regnen. Also wir waren nicht 35, 7. Also wir sind ja theoretisch im Gegensatz, nein, was ich sagen kann, jetzt wollte Monaco kann, haben wir ja gesehen, dass das Auto kann. Wenn er, wenn ich vorbeigekommen wäre da, oder hätte es wahrscheinlich sogar doch noch nicht mehr vornehmen können. Darauf vertraue ich heute. Beziehungsweise darauf vertraue ich im Rennen. Morgen. Einfach um, ja, ja, irgendwas müssen wir auf die Reihe bekommen. Wir müssen versuchen, irgendwie zu zaubern. Da fährt aber auch keiner momentan raus. Ja, es dauert wieder alles ein bisschen. 3 Minuten 30 haben wir noch. Aber wie gesagt, es lohnt sich nicht, auf die Strecke zu fahren. Es ist nass. Es bringt nichts, was in der ersten Zeit zu setzen. Also wir können mit Inters versuchen, mal auf die Ketten zu kriegen. Aber das schaffen wir nicht. Wir kommen... Ich versuch's mal. Was willst du jetzt machen? Also ich kann jetzt keine 8 Minuten in der Garage rumgammeln. Ja, für euch, die Leute, zu langweilig haben. Es ist nass, also keine Chance für die Trockenreifen. Reicht wahrscheinlich auch nicht für die Inters. Ich glaube, der Gewangel geht so fliegen. Momentan auf P17, also das ist natürlich eine... Ja, vergiss es. Also wir müssen eigentlich quasi schon wieder auf die Strecke... Wir haben noch 40 Sekunden. Ah, bringt uns viel. Gehen wir dann in die Box. Just 30 seconds left in the session. Weil, ihr seht ja gerade, wie das Ding hier, das ist nass ohne Ende. Es hätten die Full-Wet-Reifen gehen müssen. Es hätte nur die Full-Wet-Reifen hätten sollen. Das war's. Feierabend. Platz 17. Ähnlich wie in Monaco. Disappointing, but we just need to push hard in the race and we can still come away with something. Ja. Während wir uns etwas von diesem aufregenden Qualifying entspannen, sehen wir uns die Top 3 an. Hamilton, Raikkonen und Max Verstappen. Fürs Erste verabschiede ich mich von Ihnen, aber richtig los geht es ja ohnehin erst morgen. Seien Sie auf jeden Fall mit dabei, wenn es ums Eingemachte geht. So. Ja, wir müssen mit leben. Wir hoffen, dass natürlich einige Strafen dazukommen für die Konkurrenz. Mehr wird leider heute. Mehr können wir leider nicht machen.
Ich erwartete natürlich eine bessere Session, aber so etwas passiert wohl mal. Im Rennen kannst du es wieder gut machen. Ja. Gut, dann würde ich sagen, machen wir Feierabend. Wir versuchen dann morgen natürlich im Rennen nochmal alles zu retten, was noch irgendwie zu retten ist. Ansonsten, ja, aber trotzdem wünsche ich euch noch einen schönen Samstag. Ich hoffe, ihr genießt ihn halbwegs noch. Bis dann. Ciao.